Ich will mit ALF starten, aber wie kriege ich meine Daten da rein? Bisher musstest du Excel-Vorlagen ausfüllen, die Spalten genau einhalten und bei Problemen die Datei korrigieren und immer wieder erneut hochladen. Das ging oft gut, war aber zu oft auch nervig. Jetzt kommen Online-Tabellen. Ein Mini-Excel direkt in ALF. Ein Pop-up öffnet sich und ihr kriegt auf drei Arten dort Daten hinein. Manuell, durch Copy and Paste direkt aus Excel. Ihr könnt ganze Spalten markieren, kopieren und in die Online-Tabelle übernehmen. Und drittens, durch Hochladen einer beliebigen CSV-Datei. Unabhängig von unseren Excel-Vorlagen. Spaltenweise gebt ihr an, welche Daten sich in den Spalten befinden. ALF bietet euch in manchen Feldern Auswahllisten an. Beispielsweise in Labelfeldern die Namen aller Label, die ihr in A bis Z bisher angelegt habt. Ebenfalls eine sehr schöne Funktion ist, dass ihr Daten sehr bequem runterkopieren könnt, indem ihr dieses kleine blaue Rechteck an der Seite unten rechts anfasst und nach unten kopiert. Und mehr. Das geht natürlich in einem größeren Bildschirmausschnitt wesentlich schneller noch. Wenn alle Daten vollständig sind, klickt ihr auf Daten übernehmen. ALF plant 62 Zeilen mit 0 Tracks und 62 VÖ in Ihre ALF-Datenbank zu übernehmen. Das tun wir jetzt. Erledigt.